Ja, also unsere Kinoleinwand, die hier aus dem Bühnenboden empor steigt, zu sehen, ist das aber in der Oper nicht dieses Sujet. Nee, das ist jetzt einfach nur das Plakatmotiv. Wie ich eben schon sagte, haben wir verschiedene Filme, die wir abspielen. Einmal wollen wir die Geschichte ein bisschen mit erzählen und teilweise verstärkt es einfach auch die Stimmung sehr schön. Ich weiß nicht, wie gut Sie jetzt sehen können, es ist ja heute sehr hell. Das wird natürlich dann hinterher bei Einsätzen in Dunkelheit noch viel intensiver. Also Turandot spielt natürlich am Abend, dann ist es dunkel und dann wird diese Fläche natürlich zur strahlenden Leinwand. Auffällig auch, dass das Ganze sehr leise funktioniert. Die Technik soll ja den wunderschönen Klang nicht stören. Und ich habe mir sagen lassen, dass es über Hydraulikzylinder geht, die aus André Chénier stammen, also aus dieser Oper 2011, 2012, die hier am Bodensee zu sehen war. Also da wird recycelt, was geht. Und aus André Chénier und Zauberflöte, die man hören konnte, wird dann große chinesische Oper. Susanne, apropos Ton. Das Orchester spielt im Festspielhaus. Unser Sänger hat es uns erklärt, er sieht es über Monitore und jetzt muss man sie aber auch noch hören. Und dafür hat Bregenz ein weltweit einzigartiges Tonsystem entwickelt, das eben nicht nur Richtungshören ist, sondern viel mehr. Und vielleicht kannst du mal darüber laufen, um zumindest das mal zu zeigen, wie sowas funktionieren kann. Also normalerweise sollten Sie mich da hören, wo ich stehe. Sie könnten mich also auch über die Ohren orten, nicht nur über die Augen. Das ist besonders schön, wenn Sie eine riesen Massenszene haben, dann können Sie immer hören und sehen, wo die Person sich gerade befindet, die singt.